Heute geht's ans Eingemachte Dütlis. Ich bin nämlich heute Nacht noch im Wald. Hallo, Rika Kradisav. Die Namen sind immer so komplex. Ich habe nicht etwas Spezielles für euch. Ich warte noch schnell, bis meine Leute da sind. Für eure Namen. Kleine Pyramide in Blau und Rot. Das hat seinen Grund. Schöne Lachen, danke vielmals. Heute wir ein bisschen aktiv ein bisschen machen. Ich weiß die Kerzen. Also wir machen das altägyptische Ritual. Vegas, du schöne Liebling Dame. Danke vielmals. Heute mit Kupferkunst aus Chile. Heute machen wir etwas anderes. Und übrigens, Pyramiden so, hat eine stärkende Kraft, also mit dem Spitz nach oben. Da trage ich euren Namen ein für das Ritual, das ich mache. Blau ist für Schutz und Stärkung und Rot ist für alles, was mit Liebe zu tun hat. Das Gelbe macht matt. Sonnig gell. Schönes Make-up heute. Ich hoffe, es sind alle ein schönes Weekend. Ja, Lila, das wünsche ich dir auch. Wo lebst du? Ich lebe in Zürich. Ich empfehle dir aber nicht, in den Wald zu kommen, wenn ich mein Hexenritual mache heute Nacht. Außer du hast ein sehr starkes Herz. Meine Magie ist kein Witz. Und das mache ich auch selten. Aber jetzt machen wir mal so etwas, einfach zum generell ein bisschen helfen mit Schutz und mit der Liebe. Ich arbeite natürlich mit speziellen Methoden. Wie gesagt, was passiert in der Nacht, wenn du ein Ritual machst? Also ich erkläre es mal. Wenn ihr das Thema Liebe wählt, dann kommt euer Vorname auf eine rote Pyramide. Das nehme ich mit als Ritual. Und nachher passiert vor allem etwas in Richtung Liebesleben. Euer Zwillingsseele kommt euch näher. Ihr kriegt mehr Glück in der Liebe. Alle Einmischungen, die negativ gegen euch arbeiten, werden abgeschmettert. Und zwar nicht auf eine sanfte Art. Einfach, dass ihr es wisst. Das ist noch härter, da geht es um Schutz und Stärke. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel angegriffen werdet, wenn ihr gemobbt werdet, wenn nichts um euch herum ist, Einmischungen, Sachen, die euch schwächen, dann wird das damit geregelt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist keine schwarze Magie, es ist weisse Magie. Oder neutrale Magie, kann man es eben auch nennen. Hoi. Silvio, gell, du bist es. MJ, Herzli, Rip und so. Ich wollte mich noch bei dir melden, gell, lieber Silvio. Ich komme einfach nicht dazu. Ich habe so viel zu tun in der letzten Zeit. Mach mal ein cooles Video, das ich duetten kann da mit dem MJ-Anzug, wo du erzählt hast, wo du auf der Geburt bekommen hast. Das ist doch cool. Dann mache ich wirklich ein cooles Duett mit dir. Hallo Susanne, wie geht es dir? Hallo liebe Sumia, mir geht es gut und wie geht es dir?
heute ein wenig ernster. Ja, auch ganz gut, danke. Okay, Krawatte ist hart, so ein kaputt kann ich, aber Bart flicken. Du! Das kannst schnell flicken oder einfach eine andere Krawatte schnell anziehen. Das macht ja nichts. Ist sicher so eine Smooth Criminal, schöne blaue, gell? Ja, ich habe natürlich schon Karten auch da und so. Aber heute machen wir wirklich etwas anderes. Ich habe euch da auch etwas vorbereitet noch. Das zeige ich euch gerade mal. Alle, die ein bisschen körperlichen Schutz brauchen, jetzt gerade, können das haben, indem man einfach das Symbol anschaut. Sehen das gut? Einfach das Symbol anschauen. Das gibt euch körperlichen Schutz. Was gehst du im Kino schauen? Alle, die emotionalen Schutz brauchen und Stärkung, wodurch Beziehungssituationen, emotionale Situationen durchgehen, darf ich das Symbol anschauen. Einfach nur verinnerlichen, mehr müsst ihr nicht machen. Ja, liebe Sumia. Hast du etwas Positives für mich manifestieren? Also, ich habe zwei Sachen, die ich heute daran arbeiten, am Ritual. Das eine ist das Thema Liebe. Alles, was mit der Liebe zu tun hat, das beinhaltet übrigens auch Familienliebe, Seelenverwandte, Seelenfamilie, Freundschaften, die ganz wichtig sind, Beziehung zwischen Eltern und Kind, aber natürlich auch Liebhaber. Sexualität. Okay, dann würde ich sagen, tun wir deinen Namen da drauf. Jetzt muss man nur sagen, dass ich darf. Dann schreibe ich deinen Namen da drauf. Und tun dich ins Ritual eben heute hinein. Sehr, sehr stark. Das Alte gibt es das Ritual. Wir sind schon in der Vorbereitung. Wo hast du den Eyeliner? Der Eyeliner ist aus Ägypten, das ist der original altägyptische Eyeliner. Du kannst es vor allem auf meinem anderen Profil sehen, also Susan Elsa Official, Nico. Den kannst du bestellen auf mystery-garden.com. Original. Wird frisch zusammengemischt und das Kohlepulver hebt mindestens 20, 25 Jahre lang. Also der Eyeliner wird dir nicht ausgehen. Ich brauche blaue Pyramide. Schönes Weekend. Okay. Mache ich gerade, meine Liebe. So. Ich weiss deinen Namen. So. Gut. Du bist dabei. Butterfly. Hallöchen, schön, dass du da bist. Danke vielmals. Auch schön, dass du da bist. Ich zeige euch mal den Eyeliner, wie man ihn zusammenmischt und drauf tut. Ich mache mal ein Tutorial. Hä, wie geht jetzt das Ritual genau? Wie es funktioniert, das verrate ich nicht. Das ist ein altägyptisches Geheimnis. Aber ich mache ein altägyptisches Ritual. Liebe. Was bedeutet wie? Liebe natürlich verstärken. Keine falsche Liebe. Wahre Liebe anziehen. Wahre Liebe schützen. Verstärken. Ja, das
funktioniert halt, wie ich es mache, auch ein bisschen über die Zwillingsseele. Ihr kennt mich. Über die Zwillingsseele habt ihr immer den sichersten Weg, dass das, was kommt und das, was geschützt wird und das, was bei euch behalten wird, das ist, was mit eurer Seele zusammenpasst, weil es über die Zwillingsseele als Brücke passiert. Wenn es um Schutz und Stärke geht, machen wir die blaue Pyramide. Schutzmagie. Ich möchte eine schwarze Pyramide. Wieso eine schwarze Pyramide? Für was? Schwarze Pyramide würde man verwenden, wenn du zum Beispiel als Magier, als Hex, einen Schutz brauchst vor zum Beispiel Konkurrenz. Das ist etwas völlig anderes. Da wendest du dich am besten an mich im WhatsApp-Business. Das hat nichts mit dem Ritual jetzt zu tun. Danke vielmals. Sehr gerne. Salome. Dürfte ich aufs Rote, vor allem für Tochter, Vater, Beziehung wäre ich super? Ja, sehr gerne. Salome. Sehr schöner Name. Eben da noch einmal ein bisschen Symbole reinfügen, je nachdem, was ihr mir da auch sagt. Tja, da, genau das brauche ich. Welches? Das Rote. Tja, da. Ja, das brauche ich. Das Rote. Nein, nein. Also. Wie findet man heraus, wer Zwillingsseele ist von einem? Da frage ich immer gerne eine Gegenfrage. Wie findest du heraus, wer du bist? Weil deine Zwillingsseele bist du gleichzeitig. Die andere Hälfte von dir. Oder? Ich empfehle immer, schau dir ja nicht einfach in der Welt extern um, welche Person ist meine Zwillingsseele. Sondern schau zuerst mal eure Seele an. Dort drin ist der Schlüssel. Und dort drin ist auch der Weg, wie man überhaupt anfängt daran zu arbeiten, dass man je irgendwann Zwillingsseele trifft. Ja, weil so einfach ist das nicht. Schau da. Ich kann dich mit der Zwillingsseele jederzeit die Verbindung wie aufmachen, oder? In der spirituellen Form. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass die Zwillingsseele schnell geboren wird und irgendwie ganz schnell aufwachst und in deinem Alter dann quasi ist und dich trifft. Wenn die Zwillingsseele nicht inkarniert ist, wird das schwierig. Aber man kann über die Zwillingsseele den richtigen Seelenpartner, Seelenverwandte anziehen. Das ist der Trick. Butterfly 36. Darf ich übernächste Woche einen Termin mit dir machen in Zürich? Ich brauche dringend deine Hilfe. Butterfly 63, natürlich darfst du das. Schreib mir bitte aufs WhatsApp Business 079 511 67 12. Du findest die Nummer auch in vielen Videos, die ich da drauf habe. Und dann machen wir das. Nico, ich möchte Power. Dann wäre es blau. Kraft und Schutz. Genau da geht es darum. Deine Kraft auch erhöhen. Ist das in Ordnung? Symbole noch. So. Okay. Irgendwie finde ich, dass du gefühlt gar kein MG-Content mehr machst. Silvio. Nein, nicht wirklich. Kommt schon. Kommt schon. Aber in letzter Zeit muss ich mich ein bisschen schonen. Oder habe ich mich ein bisschen schonen. Und es gibt halt sehr viele Leute, ich bin gerade wieder auf dieser Seite, auf dem Quora, oder wenn ihr das kennt, bin ich rumgemobbt worden wegen Michael. Ich bin schon damals in der Schule rumgemobbt worden wegen Michael, instinktiv von gewissen Leuten. Ich bin öffentlich durch den Dreck gezogen worden, weil ich den Michael verteidigt habe. Wenn ich den Michael erwähne, dann ist immer Kampfzone. Ich weiss, wenn ich über den Michael rede, dann werde ich angegriffen. Das nennt man Zwillingsseelen-Einmischungen. Das ist eben auch so etwas Spezielles. Zwillingsseelen müssen sehr viele Herausforderungen durchstehen da in dieser Dualität. Danke dir. Sehr gerne, Salome. Ciao da. Ja, das Rote. Habe ich schon.
Ich würde gerne auch aufschreiben, wenn für das Schutzritual, Sumia, sehr gern. Ja, ich antworte dir nachher noch, liebe Sumia. Ja. Anna Lucia, glaubst du an Gott? Nicht an Christliche. Nicht an Christliche. Ich bin nicht religiös. Ich bin eine Hex. Ich bin spirituell. Also bin ich meine eigene Zwillingsseele. Ja, hilf mir bitte. Genau, du bist deine eigene Zwillingsseele. Genau das ist es. Und wenn man an sich schafft, dann kommt man so weit, dass man in seiner Selbstentwicklung so die Energie eigentlich öffnet, dass man Zwillingsseele auch begegnen könnte. Man muss einen gewissen Entwicklungsstand haben und eine gewisse Stärke für das. Und die Arbeit kann über mehrere Leben hinausgehen. Das heisst, wenn du in diesem Leben hart daran schaffst, aber deine Zwillingsseele ist nicht inkarniert, jetzt, oder? Und du bist in einem gewissen Alter, das heisst, wenn er jetzt geboren wird, dann ist ja der Altersunterschied dann riesig und man kann es fast nicht nachholen, also man kommt fast nicht nach. Dann kann es eben sein, dass wirklich so 2-3 Leben geht, bis das Ganze arrangiert werden kann, dass beide in einem gleichen Zeitrahmen geboren werden und sich treffen können. Es ist eine sehr seltene Sache. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, heute statt morgen damit anfangen. Ist deine Zwillingsseele Michael Jackson? There you go. MJ Twin Flame Soul ist mein Username. Genau. Anubis. Geiler Name. Sali, gibt es auch ein bisschen Ruhe im Leben und Gesundheitspyramide? Bin gerade neu reingestolpert. Ein bisschen Ruhe im Leben und Gesundheit würde ich dir wirklich die blaue vorschlagen. Da geht es nämlich um Stärke und Schutz. Stärke bedeutet eben auch Gesundheit. Dass Gesundheit stärker wird. Und Ruhe hat man, wenn man geschützt ist. Ich liebe deinen Namen. Ich schreibe sehr gerne Anubis da drauf. Aber ich glaube nicht, dass das dein echter Name ist. Butterfly 360, herzlichen Dank. Du bist herzallerliebst und sehr wertvoll. Danke vielmals. Du aber auch. Und ich freue mich, dich persönlich zu sehen. Ich, ja, du Arme. Das ist schon gut, Silvio. Ich kann damit umgehen. Aber ich werde auch nicht aufgeben. Ich werde immer wieder den Michael verteidigen und seine Wahrheit. Völlig egal, was man versucht. Weil ihr wisst ja auch, also ganz logisch, ein Film übrigens ersetzt kein Gerichtsurteil. Da passiert ganz böse Spiele gegen den Michael. Hast du mir helfen, mein gebrochenes Herz heilen? Jada. Es wird besser, du wirst Stärke für dein Herz bekommen nach heute Nacht, wenn ich das Ritual abgeschlossen habe. Ja, ich habe dich schon eingetragen. Da. Ja, dann hoffe ich, dass ich sie beleben kann. Wieso nicht 9, wie noch hat? Juhu, Susanne ist live. Zilan, Sally! Ja, das ist so lieb von dir. Sehr gern, sehr gern. Entschuldige, wenn ich das Ding einmal so abziehen muss. Es rutscht immer wieder rauf. Ja, 9 noch besser. Du sagst es. Ich gehe mal deine Mystery Garden Seite anschauen. Ah, sehr gerne, Silvio. www.mystery, also mit 2 Y, nicht I, mystery-garden.com. Aber dort siehst du halt einfach die Beauty-Sachen und so und den Eyeliner. Für die ganzen spirituellen Sachen habe ich ein Twin-Eye-Portal. Diana Fisicaro. Hallo, bin gerade per Zufall reingekommen. Bist mega sympathisch. Danke vielmals, Diana. Du bist aber auch ganz sympathisch. Ein sehr schöner Name. Salut, Zilan. Also, Sonja ist mein Name. Danke vielmals. Ich bin nur eine voll faszinierte Ägypten-Seele. Ha, Sonja. Also, da passt doch das alte ägyptische Ritual für dich bestens. Ich habe übrigens eine sehr, 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 sehr enge Verbindung zum Anubis. Der hat mich persönlich gerettet in Amerika.
wo ich vergiftet worden bin, nachdem ich den Michael kennengelernt habe. Also Anubis ist ganz tief da drin. So. Ist auch ein Engel. Das wissen halt viele nicht. Hat dir SH gefallen, Susanne? Schaffhausen? Ja, ja, Schaffhausen ist ein sehr cooler Kanton. Sehr viele alte Sachen. Ganz viel Architektur, die auch interessant ist. Also ich schaue mir das ja sehr gerne an. Thema, was haltest du von schwarzer Magie, die für böse Wünsche benutzt wird? Also, ich rede jetzt einfach ganz neutral. Ich werde dir wirklich ganz ehrlich antworten. So wissenschaftlich. Ich habe viel mitbekommen, was schwarze Magie macht. Es ist nicht so, dass ich mich damit auskenne, das habe ich nie gesagt. Ich weiß, wie man schwarze Magie macht. Ich kenne mich aus mit Voodoo, also in die oder in die Richtung. Ich weiß, wie man einen Fluch macht. Ich mache es aber nicht. Und ich habe bei anderen gesehen, wie sie ohne grosses Verantwortungsgefühl, ohne Überlegen gross umgespielt haben mit schwarzer Magie. Und das ist immer zurückgekommen auf keine schöne Art. Es gibt zum Beispiel auch Dämonenmagie. Also es gibt verschiedene Sachen, die man da nutzen kann, verschiedene Stärken. Aber die meisten Menschen sind zu schwach, um damit umzugehen. Und werden davon regelrecht dann aufgefressen, wenn du verstehst, was ich meine. Böse Wünsche halte ich auch nicht davon. Ich bin die eigentlich euch hilft, euch verteidigen. Schutzmagie gegen schwarze Magie aufrösen, abprallen lassen. Und ich bin auch ein Fan davon, die ganz hart zurückspiegeln. Also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der dann Mitleid hat mit jemandem, der schwarze Magie gegen euch macht. Ich finde, da dürfen wir auch mit ganz viel Stärke das zurückschmeißen und nachher dürfen sie es am eigenen Leib erleben. Das ist so meine Technik, wie ich damit umgehe. Ja, Schaffhausen ist echt schön. Du bist ja von dort. Wie heisst die Webseite? Nicht die Garden, die andere meine ich. Also Silvi, die andere ist www.twineye, also wie Zwillingsauge, T-W-I-N-E-Y-E. Portal, ein Wort, twineyeportal.com. Diana, könntest du mir ein paar gesundheitliche Baustellen entfernen? Vielen Dank. Ja, liebe Diana, dann würde ich sagen, machen wir für dich eine blaue Pyramide, ja? Schauen wir, was diese Stärkung bringt. Anubis. Wie merkt man, ob ein Fluch auf einem liegt? Das ist eine gute Frage, weil es gibt sehr oft Menschen, die haben das Gefühl, dass ein Fluch auf ihnen liegt, aber eigentlich bildet man sich ein. Man hat Sorgen, man hat Angst, man hat gewisse negative Energien, die halt auch in der Aura stecken bleiben können von anderen, von Ex-Beziehungen vor allem. Es kann sich so anfühlen, als hätte man einen Fluch auf sich. Es ist aber kein Fluch. Ein Fluch ist relativ klar, weil du siehst dann wirklich meistens auch Wesenheiten, die wirklich aktiv auftauchen vor dir, versuchen dir Angst zu machen, versuchen dich unterbuttern und dich schwächen und dich wie kontrollieren, damit du machst, was sie wollen. Oder? Und darum ist dann eben der starke Wille sehr wichtig in so einem Moment, oder? Um die quasi wegkommandieren. Es ist sehr selten eigentlich, dass Menschen wirklich wissen, wie man einen Fluch macht. Da gibt es wenig, zum Glück. Dann hast du eine Botschaft für mich, Silan. Ja. Die Kette ist von einer Künstlerin, die ist aus Kupfer, aus Chile. Chile hat den grössten Kupfervorrat auf der Welt. Und es ist ganz natürlich oxidiert, also das Grüne ist keine Farbe, es ist einfach Kupfer, wo ganz natürlich oxidiert ist. Hm? Also, liebe Zila, schauen wir mal, was da für eine Botschaft kommt. Aha. Du sollst kleine Gesten
Zeigen von Freundlichkeit. Du weißt, um was es geht. Es geht um den Herrn, den du kennst. Das heisst, öffne dich Schritt für Schritt langsam. Du musst dich nicht schnell und gross öffnen, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Aber fang damit an. Schick ihm etwas Nettes. Schick ihm eine nette Message heute. Ja? Und bleib offen. Ganz gefunden, danke. Gut. Thema. Ich denke eher, dass die Frauen, die das für andere gegen Bezahlung machen, sehr verantwortungslos sind. Ich weiss, zum ehrlich zu sein, ich muss dir im Fall ganz direkt sagen, ich glaube, die meisten Leute, die das für Bezahlung machen, dass zum Beispiel dir sagen, oh, ich erfülle dir einen bösen Wunsch, ich verfluche jemanden für dich, einfach nur Humbug redet, einfach nur Seich redet. Die wissen gar nicht, von was sie reden, sie haben keine Fähigkeiten. Ich habe auf verschiedenen Kontinenten habe ich seit Jahrzehnten übrigens geforscht. Einfach schön privat. Ich habe geforscht. Ich habe geschaut, wer kann was. Wer ist überhaupt real? Und ich kann dir sagen, die meisten können gar nichts. Gar nichts. Also wir reden nicht von Leuten, die sie sind verantwortungslos, weil sie die Leute verarschen für Geld. Meistens gibt es da gar keinen Fluch, dann, wo irgendwie wirklich ausgestoßen wird. Auch ganz viele, die sagen, hey, ja, ich mache dir einen Liebeszauber für den Typ, damit er zurückkommt. Ich zwinge den Typ gegen seinen Willen zurück, etc. Alles Lügen. 99%. Danke dir von Herzen. Sehr gerne. Die meisten, die einen Fluch setzen, kennen sich gar nicht aus der Mitte. Thema, du hast Ahnung. Du checkst es. Genau das habe ich vorher ja gesagt. Ja, und vor allem sind es meistens wirklich schwache Persönlichkeiten, wie du sagst, die dann das Gefühl haben, oh, ich bin ganz emotional, ich räche mich und so. Und ja, aber sorry, ja, da braucht es schon ein bisschen mehr. Luan, bist du Michael Jackson? Zur Hälfte, ja, seelisch. Und wenn eine Fachperson dann dir Möglichkeiten gibt, so etwas zu machen, dann finde ich das ganz schlimm. Ja, das finde ich auch schlimm. Genau darum tue ich ja meine Fähigkeiten, weil ganz ehrlich, ich habe eben selber erlebt früher, wie das ist. Ich hatte eine Kollegin, die hat ganz, ganz, ganz böse Fehler gemacht und es war aus Neid auch mir gegenüber. Und dann haben wir 2 Jahre gekämpft. Wir haben 2 Jahre gegen ein Wissen gekämpft, sage ich jetzt mal, um euch keine Angst zu machen, wo sie vor meinen Augen 3 Tage nach ihrem schwarzen Ritual, von dem sie mir nichts erzählt hat, in Besitz genommen hat. Das werde ich nie vergessen. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben. Ja. Und daher weiss ich, wie das ist und ich weiss, wie wichtig das ist, sich zu schützen. Und wenn jemand so etwas jemandem antut, absichtlich, genau darum gibt es Karma. Und genau darum habe ich gesagt, ich bin Fan davon, es dann schön zurückspiegeln, damit sie erleben dürfen, wie es ist am eigenen Leib. Kurz gesagt, wenn sie einen Dämon zum Beispiel auf dich anhetzen, schicken wir den zurück zu ihnen. Und dann plagt er sie. So läuft es bei mir. Ich schütze euch vor so Sachen. Aber ich bin ehrlich. Ich würde nicht sagen, ja, ihr seid verflucht, wenn ihr nicht verflucht seid. Es gibt wenige, die das können. Wenn es aber wirklich so ist, dann ist es wichtig, dass man dagegen etwas macht und sich schützt. Anubis, würdet ihr am liebsten gerade anrufen? So viele Fragen. Du Anubis, wir könnt gerne einen Telefontermin jederzeit machen. Morgen habe ich noch ein bisschen Zeit, aber nicht allzu viel. Also müsstest du dich heute melden, damit wir eine Zeit morgen finden, weil ich bin morgen noch im Music Studio am Singen. Hallo, liebe Susan, wie geht es dir so? Hallo, Sarah, mir geht's gut. Mir geht es sehr gut. Und wie geht es dir? Heute Ritual. Ich erkläre es nochmal, Leutlis. Rote Pyramide, da schreibe ich euren Namen drauf. Oder blaue Pyramide, dann schreibe ich da euren Namen drauf. Blau ist für Schutz und Stärke. Das ist für alle Liebesthemen, die Rote Pyramide. Aha, sehr schön. Brauche ich, glaube ich, auch für meine spirituelle Heilung. Mhm. Hast du auch eine Botschaft für mich, Jada? Ja. Luca Jopale, hoi!
Sali, wie geht's dir? Jetzt hast du nicht verpasst, hä? Okay. Schätze den Augenblick. Also deine Botschaft, liebe Jada, ist, dass du im Hier und Jetzt mehr leben sollst. Und das wird dir weniger Stress machen auch. Es wird dir helfen, Vergangenheit loslassen und stärker in die Zukunft hineingehen. Denk nicht zu fest führen, denk nicht zu fest zurück. Versuch im Moment zu bleiben mit deiner Energie und Gedanken. Das wird dir am meisten helfen in der nächsten Zeit und mehr Energie freisetzen. Twin Soul Scan 330, so teuer. Ja, liebe Silvio, lass mich den Twin Soul Scan erklären. Das da ist ein Seelenscan. Ja? Der ist etwa 10 bis 15 Seiten. Ja? So. Das tippe ich alles. Das dauert ein paar Tage. Das ist sehr viel Arbeit. Das ist der Seelenscan. Ja? Alles über die Seele. Schwächen, Stärken, Chakra-Details, vergangene Leben, karmische Situationen, Spezialübungen von Japas wie Fingerabdrücke, Spezialsymbol. Ja? Und der Twin Soul Scan ist doppelt so lang. Der Twin Soul Scan ist riesig, mindestens 20 Seiten. Wenn ich an individuelle Infos über eure Seele und Zwillingsseele abtippe und ich zeichne deine Zwillingsseele, damit du weißt, wie er sie aussieht. Sehr viel Arbeit. Also, meine Zeit ist halt einfach etwas wert und das dauert mich wirklich so um die Woche. Oder? Und umso mehr Twin Soul Scans ich machen muss, umso mehr ist es einfach wirklich brutal viel zu tippen, fast wie ein Buch, zum Beispiel in einer Woche oder zwei. Und ihr werdet selten überfinden, wo euch so schriftlich Readings gibt, wo ihr behalten könnt und genau alles immer nachschauen. Darf ich noch fragen, wie ich auf andere Männer in meinem Umfeld wirke? Danke. Du wirkst sehr unschuldig und kindlich. Nee, bizarr. Einige könnten auch über dich denken, dass du nicht so viel Erfahrung hast. Ich kann sagen, dass es Susan wirklich kann. Sie hat immer recht bei mir. Danke vielmals für dein Feedback, liebe Sarah. Nas, hast du dich mal mit Religionen befasst? Ja, ich habe mich mit ziemlich allen Religionen befasst. Baby, kannst du meine Energie spüren durch den Text? Ja, nicht durch den Text, sondern direkt. Ich kann direkt mich verbinden und deine Aura anschauen. Egal wo du bist, du kannst auch in einem anderen Kontinent sein, das ist völlig egal. Du kannst auf der anderen Seite sein und trotzdem kann ich das lesen. Also, Enora Sonara, hast du eine Botschaft für mich, bitte? Ja. Creature of Night, did you cut your hair or is it behind you? No, here is my hair. I didn't cut it, but it's kind of curly today. Sage, it's nice you're here at this time. Isn't it early over there? Also, Enora. Also, du sollst ein bisschen mehr offen und ehrlich sein zu deinen Mitmenschen und auch so ein bisschen hilfsbereit. Kurz gesagt, wenn du wie dich ein bisschen mehr öffnest, selbstlos zu gehen, bekommst du mehr. Das ist deine Botschaft. Jupon, was kannst du über mich sagen? Also im Moment mache ich vor allem ein Ritual, meine Liebe. Heute machen wir etwas anderes. Schau, ich lese nochmal. Blaue Pyramide. Da kannst du deinen Namen eintragen lassen für das Ritual heute. Schutz und Kraft. Alles, was mit Kraft gewinnen, mehr Kraft bekommen zu tun hat oder halt eben Schutz. Was natürlich auch gewisse Ruhe gibt. Wenn man geschützt ist, kann man wachsen. Stell dir ein Pflänzchen vor, wo die ganze Zeit gestört wird oder drüber getreten wird. Das kann nicht wachsen, das kann nicht blühen. Schutz ist sehr wichtig für unsere Entwicklung. Oder die rote Pyramide für die Liebe. Alles, was mit Liebesthemen zu tun hat und Sexualität und übrigens auch Fruchtbarkeit und Kinderwunsch.
Ja, da kann sie. Mir geht es auch wieder sehr gut, in letzter Zeit immer besser. Super, das freut mich, liebe Sarah. Du schaffst auch ganz, ganz toll und fleißig an dir, also da kann ich nur sagen, ich bin stolz auf dich. Die Hexe von Schneewittchen, Hallihallo, na, wie geht's dir? Ha, neuer Account. Mir geht's super, wie geht's dir? Super, dafür. Ah nein, hast du auch eine Botschaft für mich? Hohoho. Ah, schau mal, das Herz aller Dinge. Man kann in allem den wahren Kern lesen. Sehr viel täuscht uns im Leben und im Alltag. Wenn du aber dich darauf konzentrierst, immer wie im Kern von etwas hineinschauen, und das kannst du mit deiner Herzkraft, dann wirst du dich nie wieder täuscht fühlen und irgendwie fehlgeleitet werden von den Mitmenschen. Das ist deine Botschaft. Du hast die Fähigkeit. Wend sie an. Apropos Dämon. Du, in dem Haus, wo ich bin, weisst du, jetzt bin ich ganz allein da innen, aber ich höre kannst du mal schauen, wer da rumläuft, bitte. Ja, sehr gern. Moment. Na, Luca, Ivo, Pauli. Okay. So, was machen wir jetzt ohne Karte? Es ist nichts Negatives. Mach dir keine Sorgen. Es ist. Ich wollte jetzt nichts gross privat sagen, gell? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, es ist jemand, den du kennst, der verstorben ist. Der deine Aufmerksamkeit sucht. Im Lichtkörper. Ganz erleuchtet. Es ist keine dunkle Wesenheit. Also entspann dich. Du bist nicht allein. Und es ist eine positive Sache. Ja, so herzlich, das passt zu gut. Danke viel, viel mal. Danke für deine Antwort. Sehr gern, Giada. Und ob es auch so lässig ist, der Ablauf irgendwo beschrieben oder soll ich dir einfach schreiben? Du, Anubis, am besten schreibst du mir aufs WhatsApp. Ich bin nachher da. Da haben wir unsere Ruhe. Und ich schaffe wirklich, wie die Alten gibt er individuell. Es gibt so viele verschiedene Methoden. Aber es ist wichtig, wie zum Beispiel Traumdeutung auch, also all diese spirituellen Sachen, dass man das wie die Fingerabdrücke individuell anpasst, der Person. Übrigens auch das sogenannte Totenbuch oder das Buch für den Ausgang ins ewige Tageslicht, das die Alten gibt er hatten, das berühmte, ist nicht ein Buch gewesen. Es sind Bücher gewesen, individuelle, wo man für jede Seele individuell angefertigt hat. Man hat für jede Seele individuelle Übergangszauber formuliert, angepasst auf das Leben von der Person, ganz individuell, wie die Fingerabdrücke, zum Heil auf die andere Seite ankommen. Also die Alten gibt haben gewusst, wie man von da begleitet. Verstorbene. Okay, dann verstehe ich es. Ja, Silvio, weil sonst komme ich eben nicht nah, oder? Und ich muss auch meine Rechnung und so zahlen. Und wenn ich so viele Stunden aufbringen muss und so viel tippen, es ist ja eigentlich sogar ein tiefer Preis. Also es gibt andere, die bitten um ganz crazy Preise, oder? Also wenn du mal auf dem Etsy schaust und so, teilweise gibt es ganz gesponnene Sachen. Ja, das wollte ich auch wissen, wie wirklich auf andere Menschen. Tja, da. Du wirkst auf andere Menschen. Du wirkst auf andere Menschen sehr determined, sehr willensstark, sehr ambitiös. Du wirkst wie jemand, der weiss, was sie will und woher du willst. So nehmen dich andere wahr. Ich weiss, du fühlst dich einmal schwächer eigentlich innerlich. Aber so kommst du nach außen an. Oh, bei mir kommt die, glaube ich, Dobermann-Karte raus. Dobermann. Ja, ich auch. Nana, was meinst du? Danke vielmals. It's 10 a.m. here, not too early. 10 a.m., okay, well, that's not too early. So what are you going to do today? And do you want to join the ritual I'm doing, the ancient Egyptian ritual I'm doing? Let me explain real quick for you in English. The Blue Pyramid is for protection and strength. If you want protection for your aura, protection from a particular situation, negative energy, jealousy, etc. that's being thrown at you, you choose this one. Or if you want to gain more strength,
your health, sports, physical, mental. This is the blue pyramid that you pick, and then I write your name on it. Or you pick the red pyramid. The red pyramid is for everything about love and sexuality and fertility. I know you're very young, you're not planning on a child, but I'm just describing. So let me know. So sa destiny, hallo, spiritually universe. Darf ich auch eine Kartenlesung bekommen? Ja, also wie gesagt, heute machen wir eigentlich ein Ritual. Und ich wäre froh, wenn ihr Karten gezogen haben wollt, wenn ihr mir auch spezifische Fragen gebt. Weil ich bin jemand, wo das alles sehende altägyptische Auge aktiviert hat, wenn das Sinn macht für euch, da, Seelenscan, ja, zum Beispiel. Und ich kann wirklich endlos, endlos lesen in eurer Seele. Endlos lesen, endlos. Es gibt fast nichts, was ich nicht sehe. Und daher wäre es gut, wenn du ein bisschen definierst, was du wissen willst. Darf ich auch noch eine Botschaft haben, was ich gerade machen kann? Genau. Hoi, liebs. Also, Sarah, auch bei dir. Bist hilfsbereit. Komm anderen entgegen. Gib auch mal, ohne dass du etwas wie zurückerwartest. Einfach nur geh aus Herzen. Es ist eine Fähigkeit, die sich lohnt zu trainieren. Und es bringt wie ein Bumerang alles Schöne wieder zurück. Ja? Man wird immer belohnt, wenn man von freiem Herzen gibt. Ja? Oh, jetzt ist es gesprungen, Moment. Bitte nimm mich, Irene, in die blaue Pyramide. Herzlichen Dank. Sehr gern, Irene. Sehr gern. Du bist dabei. Richtig sympathisch. Danke vielmals, du aber auch. Hey, eine Frage. Was haltest du zu Lady Gaga? Ja. Sei das genug? Also, ich bin jetzt am Ritual. Ich würde dir empfehlen, sie nicht zu viel zu erwähnen jetzt heute, weil das ist nicht gut für sie. Und um ehrlich zu sein, ich will mich gar nicht auf sie konzentrieren. Weil heute bin ich wirklich mit verschiedenen Sachen am Arbeiten, an einem altägyptischen Ritual. Da geht es auch um Schutz für die Leute etc. Und daher ist meine Aura unter anderem von einem Anubis sehr stark geschützt heute. Also da gibt es dann wirklich Reaktionen. Ich will mit ihrer Energie nichts zu tun haben. Vor allem heute. Da bin ich Hexenstyle am Arbeiten. Danke vielmals. Lalo, Kaivo, Pauli, du weißt, wer es ist. Weiss er von meinem Fake-Account? Nicht wirklich, ja. Aber du solltest ein bisschen überlegen, wie du das am besten wirklich so verbirgst. Weil sonst, er wird es herausfinden. In welchem Kanton lebst du? Kommen von Thurgau. Thurgau ist cool. Ich bin in Zürich. Also ich habe das Gefühl, heute und gestern, dass mein verstorbener Vater da ist. Die Ex von Schneewittchen, das freut mich sehr. Lass das zu. Ich merke vor allem irgendwo, ist er traurig über etwas, was er mitbekommen hat in deinem Leben. Er hat das Gefühl, er muss dich schützen. Er will etwas für dich machen. Ja. Lass ihn helfen. Zu weh sagst du das. Ah, nein. Wie nehmen mich andere wahr? Schau mal, mehr, was der Zeichen Michael da zeigt bei dir. Ha, okay. Also, andere nehmen dich so wahr, dass du richtig vorwärts schreitest. Du lässt dich von nichts aufhalten. Und einmal haben das Gefühl, du tust so ein bisschen ellbogenmässig, was dir im Weg ist, aus dem Weg schubsen, sozusagen. So nehmen dich andere wahr. Als sehr, sehr starke Frau. Da kannst du wirklich meine Seele lesen. Ja, Jada. Ich kann alles über Seelen lesen. Wenn ich mir Zeit nehme für verschiedene längere Readings oder eben so schriftliche Sachen wie den Seelenscan, dann kann ich wirklich
alles, eben Seelenscan, durch alles durchscannen, was Seele betrifft. Auch Vergangenheit, Zukunft, ein Stück weit. Heute könntest du mir vielleicht meine Aura sagen. Julchen, das machen wir sehr gerne morgen oder übermorgen, wenn ich wieder live bin. Heute sind wir ein bisschen etwas anderem dran. Heute machen wir ein Ritual und wir schauen vor allem in Schutz, Kraft, Liebesenergie rein. Also wenn es da ein Problem gibt, dafür mache ich eben heute das Ritual. Und dann kannst du deinen Namen da eintragen lassen. Und dann bringt dir das übrigens auch gerade etwas für deine Aura. Und dann können wir nachher schauen, was mit der Aura dann ist, morgen übermorgen. Morgen schaffe ich es vielleicht nicht live zu kommen, weil ich bin im Musikstudio. Aber übermorgen sicher. Ich bin von Zürich. I completely want to join the ritual. Okay, Sage, which one do you choose? The blue or the red pyramid? Let me know. Was gibst du mir für eine Message, Jude? Ah, du heißt auch Jude. Aha, okay. Jade. Du heißt auch Jude. Oh, schau mal. Ähnliches zieht Ähnliches an. Und das ist in der spirituellen Dimension so. Gleiches und Gleiches zieht sich gegenseitig an, sagt man so schön. Darum gibt es ja auch Zwillingsseelen. Und das ist die grösste Anziehung, die es gibt, weil man ist dasselbe. Oder? Und alles, was anders ist, stoßt sich ab wie Wasser und Öl. Das heisst, deine Message ist, achte ein bisschen auf das. Achte darauf, dass du das in deinem Leben und in deinem Umfeld hast, was zu dir passt und was dir ähnlich ist. Alles, was wie zu fremd sich anfühlt, was du nicht verstehst, auch Menschen, die du nicht nachvollziehen kannst, wie sie denken und wie sie ticken, distanziere dich ein bisschen in der nächsten Zeit. Blue Pyramid. Okay. Alright, Sage. There you go. You are in the Blue Pyramid. Weißt du, was für eine Farbe meine Aura ausstrahlt? Jada. Ah, wir sind miteinander am Reden, okay, ja. Also. Wenn du mir erlaubst, machen wir das mit dem Aura-Lesen morgen oder übermorgen wieder, ja? Weil ich muss mich heute auf die Energie vom Ritual konzentrieren. Das ist eine eingeweihte Kerze da übrigens. Mit 3 Pyramiden da rein, mit Ölen, die eingerieben worden sind, und mit dem Ankh. Da alte gibt es ja Ankh da vorne. Das ist nicht alles, was zum Ritual gehört. Heute Nacht schließe ich das Ritual im Wald ab. Werde ich in der neuen Schule gut anfangen. Mit dem Sibni und dem Pyramidli. Ja, schauen wir mal schnell. Kannst du dich natürlich in die blaue Pyramide hineinfügen lassen. Nachher hilft es, dass du da noch einen extra Schutz hast. Es kommt alles gut. Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen, sagt der Erzengel Michael. Wird gut laufen in der neuen Schule. Ist mein verstorbener Vater da im Haus seit gestern? Ja, die Hexe von Schneewittchen, hast du meine Antwort vorher mitbekommen? Er ist da und er ist ein bisschen traurig über etwas, was er bei dir mitbekommen hat und will dir helfen. Lass ihn helfen. Er ist da. Mich würde interessieren, was meine Zwillingsseele denkt über die Situation, in der ich gerade bin. Okay, Sumia. Also ich sage es dir so, dass nicht alle verstehen, wovon wir reden, wegen deiner Privatsphäre, weil wir sind ja hier live. Deine Zwillingsseele ist 100% dafür, dass du halt auch das Melden tust, wenn du verstehst, was ich meine. Weil solche Leute kann man nicht nur mit spirituellen Methoden in den Grenzen halten oder in die Grenzen verweisen. Da muss wirklich dann auch etwas gemeldet werden, wenn du verstehst, was ich meine. Weil das geht gar nicht und ist gegen das Gesetz. Schütze dich auf allen Ebenen. Ja? Erzengel Michael wird dir beistehen, wenn du das Melden tust. Okay, das werde ich auf jeden Fall machen, danke. Sehr gern.
Mache ich mir umsonst Sorgen und kann er mir irgendwie helfen, mich zu schützen? Natürlich kann er dir helfen, dich zu schützen, aber die andere Person ist unberechenbar. Und da wollen wir auch, dass jemand quasi körperlich dazwischen steht. Das heißt, Zilan, Soumya Shakur, wow, bin dein Profil, du hast wirklich Ähnlichkeit mit Tupac. Soumya, ich habe es nicht gesagt, sie haben es rausgefunden. Ich habe nicht gesagt, wer deine Zwillingsseele ist. Ich bin dann mal weg. Viel Spaß. Viel Spaß, Silvio, und ganz ein schönes Wochenende. Wir hören uns noch. Hallo, Ivo Pauli. Hast du bei mir auch mal lesen, bitte? Jetzt bin ich ja beruhigt wegen vorher. Darf ich in die rote Pyramide? Jo. Alles gut. Hallo, Ivo Pauli. Schau da, schenkt euch kostbare Zeit. Du hast jetzt wirklich wie eine Zeit bekommen, wo du den Kontakt geniessen darfst, den Besuch. Nimm das an und geniesse es. Und du weißt übrigens auch, die Hunde, ich könnte das direkt sehen, viel klarer als Menschen. Achte mal auf ihre Reaktion. Also, liebe Sarah, rote Pyramide. Du bist dabei. Sametali. Hallo, darf ich auch Fragen stellen? Natürlich. Wie sieht es bei mir im Geschäftswesen aus? Ja, stell deine Frage. Sametali. Du bist beschützt. Also dein Geschäft ist beschützt, wie dein Zuhause. Da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass irgendetwas schief läuft, gross in der nächsten Zeit. Es läuft alles in die richtige Bahn. Wir machen uns einmal zu viel Sorgen übrigens im Leben. Entspannen ist einmal gut für Gesundheit und für die Seele. Spiritual Universe. Wird meine Liebe mit meiner zeitigen Zwillingsseele in Erfüllung? Ich liebe sie fest als Seele. Okay. Mike said, there are some things that you have to work on. And this makes a lot of sense. Look, du bist stärker, als du glaubst. Und du sollst jetzt wie die Kraft in dir drin noch ein bisschen mehr anschauen und entfalten. Nicht extern fokussieren, fokussiere dich intern. Nicht extern nach außen, sondern nach innen. So tust du deine eigentlich Zwillingsseelenkraft ankurbeln und öffnen. Ja, ich bin für dich da. Wenn es um das Thema geht, ich kann dir ganz viele verschiedene Hilfestellungen geben, je nachdem in welcher Stufe du auch im Moment bist, schreib mir auf WhatsApp Business für das. Sehr rechtlich. Hey, guten Abend, liebe Susan, hoffe, es geht dir gut. Mir geht es super. Und wie geht es dir? Also, Sametali, bekomme ich noch ein Kind mit meiner Frau? Yes, very soon. Mm-hmm. Wahrscheinlich klappt es dieses Jahr noch. Also schön und fleissig dranbleiben. Kommt gut. Danke. Ich bin auch Michael Jackson. Ja. Das ließ ich gar nicht zu Ende. Und übrigens, ich weiss, du findest es vielleicht lustig, aber ich empfehle dir effektiv nicht, während so einem Ritual mich spirituell angreifen. Das habe ich gar nicht gern. Ich bin genug angegriffen worden. International, von Amerika. Wo ich es gewagt habe, vor etwa 13 Jahren, zu erzählen, wo niemand etwas über Zwillingsseelen gewusst hat, dass ich Michael seine Zwillingsseele bin und wie das läuft und mein Gesicht gezeigt habe, erklärt habe, warum er sein Aussehen dahingehend verändert hat. Es ist ein richtiger Krieg über mich gebrochen. Und ich habe öffentlich Flüche sogar ausgestoßen. So weit ist es gegangen. Ich habe Leute richtig fertig gemacht. Ich habe auch Leute, die ihn fertig gemacht haben, rausnehmen lassen vom Anubis. Wenn du verstehst, was ich meine. Da geht es um meine Seele. Im Moment empfehle ich effektiv nicht, meine Aura irgendwie umeinander zu schubsen. Danke vielmals für dein Verständnis.
Sorry, Leute, da kommt einfach, da kommt Text aus mir raus. Zwei Jada da drin. Moment, es ist gesprungen. Werde ich die neue Schule gute Freunde finden? Du, wenn du... Ja, schau mal. Es ist nochmal die gleiche Karte für dich. Es wird gut laufen. Du hast keinen Grund, dir sorgenvolle Gedanken zu machen. Move ahead with confidence. Ja, machen wir das morgen oder übermorgen. Sehr gerne, liebe Jada. Engelly Spirit. Engelly Spirit, jetzt ist es gesprungen. Moment. Liebe Elsa, darf ich auf die rote Pyramide? Angela, wie lange geht es noch, bis mein Seelenverwandter mich findet? Beschleunigt das Ritual das? Ja, das beschleunigt es. Lass mich da noch ein kleines Symbol extra für dich machen. Liebe Angela. So. Okay. Ich konzentriere mich speziell für den Punkt dann für dich im Ritual. Siri, ich bewundere dich total, du bist so toll. Danke vielmals. Okay, vielen Dank. Subi Shakur. Oh nein, tut mir mega leid. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber hoffe, es wird alles gut. Ja, danke vielmals, Sarah, das ist lieb. Ist es die richtige Entscheidung gewesen, die einen Menschen aus meinem Umfeld loszulassen? Ja, das kommt zu deinem Vorteil raus, du hast richtig entschieden. Es ist besser für dich. Das hast du genau richtig gemacht. Vielen Dank, Liebes. Tiara, kannst du mir sagen, wie es ist mit meinem aktuellen Partner? Ist sie die Richtige? Ja, Tiara, güchseln wir mal rein. Oh, also los. Tiara, du hast ein bisschen Zweifel, die eigentlich von dir kommen. Das hat nichts mit dir zu tun. Gib ihr eine Chance. Ja? Mach das Licht von deinem Herz an. Kurz gesagt, schalt da wieder ein. Schalt dein Herz richtig ein. Lass die Liebesenergie zu. Lass sie fliessen. Hinterfrag sie nicht. Bezweifle sie nicht. Lass dich voll und ganz auf den Versuch ein und du wirst spüren, dass es richtig ist und dass es gut ist. Das ist wirklich eine schöne Verbindung zwischen euch. Ja? Du willst, tue ich dich gern auf die rote Pyramide, Tiara. Gib mir Bescheid. Danke tausendmal, liebe Susanne. Sehr gern. La Loca Ivo Pauli. Ich sehe alle. Ja. Danke für deine Worte. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Bitte die Frage nur einmal stellen und nicht spammen. Ich sehe es immer, liebe Leute. Ich tue ganz vorsichtig und wenn es kommt, scroll ich zurück und schaue, dass ich nichts verpasse. Sie geht von oben nach unten, ein wenig Geduld bitte. Deja! Deja, how you doing? I'm doing a ritual today, look, for protection, the blue pyramid. And for love matters, the red pyramid. You can also have your name added into that ancient Egyptian ritual. The blue one is for protection and strength. The red one is for everything regarding love, fertility, sexuality. Steffi, 89 Gritza. Wir aus dem Ali und mir als Liebespaar meint das ernst. Ich habe so Angst, verletzt zu werden. Angst. Das Gegenteil von Liebe. Blockiert Liebesenergie. Meine Liebe. Also. Ja, ihr habt eine Chance. Aber du brauchst ein bisschen Humor. Humor ist die Karte für dich, um die Angst loszulassen und abschütteln. Gang alles ein bisschen so kindlicher an, mit reinem Herzen. Bist neugierig, bist gespannt. Gang es mit Humor an, ja? Und schau auch mit der humorvollen Seite auf deine Angst. Lass sie los. Er bedeutet dir viel und darum hast du natürlich Angst. Aber eigentlich ist es ein Widerspruch.
Verstehst du, was ich meine? Du blockierst ja so mit die Liebesenergie und dass sie fließen kann richtig. Lass die Angst los. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Danke vielmals fürs Lesen, sehr gern. Art Love, werde ich im Mai mein Projekt mit Erfolg umsetzen können, danke. Believe and trust. Glaub an dich und vertrau dir selber. Leg dich ins Zeug und natürlich wirst du dann mit Erfolg das Ganze umsetzen. Ja? Das ist der Schlüssel. Ich habe auch mega viele Probleme mit einem Promi, die als meine Seelenmutter kennzeichnet und lügt. Spiritual Universe. Du musst nicht sagen, wer es ist. Du darfst dich da wirklich als WhatsApp bei mir melden. Ich sage die Nummer nochmal für alle und dann können wir das eben privat besprechen. Ja? Einfach zur Wahrung von der Privatsphäre und der Energie. 079 511 67 12. Das heisst, das Ritual wird auch schneller gehen mit J. Ja, das wird das energetisieren, weil es eine wahre Verbindung ist. Alaska Sole. Kannst du mal meine Aura lesen, bitte? Alaska Sole, Aura tue ich heute nicht. Aura tue ich morgen, übermorgen wieder. Ich kann mich nicht einklinken in verschiedene Aura-Energien, während ich schon das Ritual am Vorbereiten bin und meine Energie da fest konzentriert bleiben muss. Für verschiedene Leute gleichzeitig. Es ist also ein Massenritual und das ist etwas, was ich heute Abend im Wald abschliesse. Und das ist etwas, wo einfach der Fokus nicht verloren gehen darf währenddem. Bitte um Verständnis. Danke vielmals. Sole, du kannst aber was anderes fragen. Genau, und du kannst dich da eintragen lassen. Rote Pyramide, Liebe. Oder blaue Pyramide, Kraft und Schutz. Fürs Ritual. Ist da alle für mich bestimmt? Meint er es ernst mit mir? Ich danke dir. Liebe Steffi, er meint es ernst mit dir. Wenn du mich fragst, ob er für dich bestimmt ist, das ist eine schwierige Frage. Weil, wenn es nicht Zwillingsseele ist, ich bin ganz ehrlich, dann kann man immer ersetzt werden. Kurz gesagt, wenn der Ali sich daneben benimmt, wenn er energetisch nicht nachkommt mit dir, wenn er sich mit dir auseinanderlebt, sozusagen an einem gewissen Punkt, und die anderen Seelenverwandten. Wir haben verschiedene Seelenverwandte und die können sich abwechseln, die können sich ersetzen. Und das ist der Grund, warum ich dir nicht sagen kann, er ist für dich bestimmt. Oder? Aber du darfst dem Ganzen trotzdem vertrauen. Ja? Was spürst du für eine Verbindung zwischen mir und der Jada? Die erste Jada vom Life. Du bist lustig. Also, ich würde eigentlich, ihr versteht vielleicht, dass ich Karten nehme, um ein bisschen meine Energie nicht dazu nutzen, euch quasi künstlich zu verbinden. Okay. Ihr habt irgendeine Seelen-Familien-Verbindung. Vielleicht solltet ihr euch mal privat unterhalten, so außerhalb von mir und so. Da könntet ihr einige Gemeinsamkeiten finden miteinander. Und dann macht es Sinn. Aha, Seelenfamilie. Seelenfamilien haben immer ganz viele Gemeinsamkeiten. Ist mein Partner mein Seelenverwandter, Alaska Sole? Yes. Konzentriere dich auf diese Liebe und du wirst mehr darüber erfahren in Träumen, wenn du dich dafür öffnest und auch die geistige Welt darum bittest, dir mehr Infos zu zeigen. Also wirst du über diese Seelenverwandtschaft mehr Details sehen. Butterfly 63, darf ich dich jetzt schon fragen, inwiefern das mein Partner, der Adam, mit mir seelisch verbunden ist. Butterfly 63. Also, er ist ein Seelenverwandter, das weißt du. Seelisch verbunden. Genau, Seelenverwandte, oder? Es gibt Seelenverwandte auf platonischer Ebene. Es gibt Seelenverwandte, die sich so ein bisschen wie Geschwister anfühlen. Es gibt Seelenverwandte auf der sexuellen Ebene verbunden. Und das ist jemand, der mit dir auf der sexuellen Ebene eine Seelenverwandtschaft hat. Darum ist eine seelische Verbindung da, die du wahrnimmst. Jo 24. Liebe Susan, kannst du bitte schauen, ob meine Tochter und ihre Partner wieder zusammenfinden? Danke, tausend. Okay.
Ich schaue mal schnell, wie die Energie da aussieht. Also schaut jetzt. Also los, Joe 24. Sieht ein bisschen schlecht aus, weil deine Tochter soll wie zu sich selber finden, zu sich selber mehr stehen. Kurz gesagt, sie braucht einen Partner, der ihr genau bei dem hilft. Und aus irgendeinem Grund können sich nicht mehr gegenseitig im Wachstum unterstützen, warum das Ganze auseinandergegangen ist. Ja? Ich kann sie gern in die Rotpyramide hineinfügen. Dann müsste sie einfach fragen. Das ist für Liebessachen, dass da wie die wahre Liebe geschützt wird, angezogen wird, über Zwillingsseelenenergie schaffend, das, was mit einem am besten eine Resonanz hat und passt, sozusagen angezogen und geschützt wird. Und das, was eben nicht passt und einem wie gegen sich selber eigentlich die Entwicklung bringt, dass das ein bisschen ausgeschaltet wird und davor geschützt wird. Darf ich fragen, habe ich das Richtige gemacht, ihm eine zweite Chance zu geben, wird nicht nochmal gleich enttäuscht werden. Es gibt gewisse Elemente in der Situation, vor denen du dich schützen sollst, Siri Rechlig. Kurz gesagt, du sagst eine zweite Chance. Etwas ist bei der ersten Chance passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Wiederholungen eintreffen und du dann enttäuscht bist und denkst, Scheiße, oder? Warum habe ich dem eine zweite Chance gegeben? Ich weiss nicht, was es ist. Alkohol, Frauen, irgendeine Schwächen, negative Energien, die er hat, die er noch nicht los ist. Englisch Spirit. Die zwei Älteren sind vorher gerade wieder gekommen. Ist das noch ein Zeichen oder kommen die jetzt öfter? Du, das ist von deiner Zwillingsseele. Vielleicht kommen sie jetzt öfter und du sollst mit denen wie so eine Freundschaft aufbauen. Das ist doch etwas Schönes. Also, ich danke dir so fest von Herzen. Sehr gerne, liebe Steffi. Elsa, bin ich spirituell beschützt, habe das Gefühl, es gibt Spirits in meinem Zuhause, die mich angreifen wollen, Traumwelt. Also, Jade, lass dich in die blaue Pyramide eintragen. Darf ich? Dann hast du einen Schutz. Ich bin an einem Ritual dran, ich schließe das heute Nacht ab, im Wald. Und das ist für Schutz und Stärke und das ist für die Liebe. Das ist also genau für das, oder? Vor allem übrigens, wenn du sagst Traumwelt. Es gibt natürlich Wesenheiten auf der spirituellen Ebene, die immer um uns herum sind. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch unter anderem mit so Themen befassen will, wie der Zwillingsseele, dann tun sich sehr gerne reinmischen und versuchen ablenken etc. etc. Was der Grund ist übrigens, warum ganz viele Menschen, nachdem es ein Trend geworden ist, komplett irregeleitet sind und komplett krankhaft und falsch denken über Zwillingsseele und arbeiten. Das sind genau so Wesenheiten, die das inspiriert haben. Darf ich noch fragen, was der Jod als Letzter von mir gedacht hat, wo er mich gesehen hat? Danke. Er hat sich gedacht, dass du sehr hübsch bist. Aber irgendwie bist du ihm unsicher vorgekommen. Er war nicht sicher, ist es Unsicherheit oder hast du ein Problem mit ihm? Hast du wie etwas gegen ihn? Ich würde im Fall darauf achten, wie wir vorher die Karte, die ich vorher gezogen habe. Gib mehr, zeig mehr, öffne dich mehr, trau dich. Es ist nichts Schlechtes. Keine Angst vor Zurückweisung oder Missverständnis. Gib von offenem Herzen. Das wird helfen, dass er das klarer erkennt. Die Hexe von Schneewittchen. Ich lege selber auch hart. Ich weiss, wenn Leute von uns gehen und will dir einfach Danke sagen für deine Zeit. Sehr gern. Ich mache das sehr gern. Das stimmt dazu auch recht. Ist bei mir auch so passiert und es ist tausendmal besser. Das freut mich. Julchen, könntest du mich auf die Bleipyramide tun? Danke vielmals. Sehr gern. So. Du bist dabei. Ja, Jada ist meine beste Freundin auch in real life. Kannst du ein bisschen über unsere Freundin sagen? Wirklich? Das ist lustig. Seht ihr mich da am verarschen, hä?
Habe ich es trotzdem durchgeschaut, hä? Ihr seid lustig. Ihr bringt einander Glück. Ihr bringt einander Glück auf der Liebesebene. Ihr seid wie zwei Liebesengel füreinander. Es ist wie eine Energie aus der Aura, aus der Seelenverwandtschaft herum, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Nicht nur durch Wort und Zuhören etc., sondern wirklich durch die Aura-Energie irgendwie einander Glück bringt. Schade, liebt er mich wirklich oder muss er mich als Ablenkung? Also er benutzt sich nicht als Ablenkung. Er liebt dich. Er hat einfach gewisse Sachen, die er auch wie braucht von dir. Darum kommt es dir vielleicht so vor, als wäre es eine Ablenkung. Er braucht dich, er braucht deine Energie. Es hilft ihm im Moment, es tut ihm gut. Er hat gewisse Probleme, vor denen er sich schon ablenken will. Aber das heisst nicht, dass er dich nicht liebt gleichzeitig. Verstehst du, was ich meine? Du tust ihm gut. Alaska, so darf ich dich fragen, ob du mich in der roten Pyramide kannst hinzufügen kannst. Sehr gern. Soll ich Alaska Sole schreiben oder was ist dein Name? Es geht schon. Ein Alias geht auch. Deine Energie ist trotzdem erkannt. Schon für die Zeit, du bist die Beste. Danke vielmals. Sehr gern. Janis Käslin, kannst du meine Aura lesen? Heute tue ich keine Aura lesen, das mache ich dann morgen oder übermorgen wieder. Ich bin an einem Ritual dran. Du darfst dich in die blaue Pyramide eintragen oder in die rot. Liebe oder Schutz und Kraft. Ja, du darfst in die blaue Pyramide mich eintragen, aber bitte hat es Infos, danke für alles. Die blaue für Schutz, okay. Los. Schreib mir aufs WhatsApp Business 079 511 67 12. Ich schließe nämlich das Ritual heute ab und vielleicht hast du heute Nacht einen Traum, wo dir eben gewisse Infos gibt. Ich würde gerne nach dem Ritual die Energie lesen und schauen, wie es da dann aussieht. Also so als Follow-up wird es sehr interessant nach dem Ritual, wenn wir da dann wieder live kommen. Danke viel, viel mal. Es sind Frauen. Darf ich darum in die blaue Pyramide tanken? Ja, sehr gern. So, Deli. Danke für euer Vertrauen übrigens und dass ihr da so fleissig mitmacht. Dann macht es auch Sinn für mich, weil ich muss heute wirklich mitten in der Nacht in den Wald das abschliessen. Wie wird weitergehen zwischen mir und ihm? Es. Ah, du hast mich auch Pyramide in La Locke über Pauli. Welli? Rot oder blau? So, Matrix-Style. Rote oder blaue Pille? Nein, das ist nicht das Gleiche, aber es ist ein lustiger Zufall. Also. Wie geht es zwischen mir und ihm weiter? Es. Da werden gewisse Sachen auf euch zukommen. Ihr werdet erkennen, wie wichtig ihr füreinander seid und wie gut ihr einander tut. Ich kann dir aber nicht garantieren, dass das in einer Beziehung bleibt. Ja? Weil eigentlich sind ihr mehr so Art Seelenfreunde. Ja? Also es kann gut sein, dass ihr in ein paar Jahren die besten Freunde seid und nicht ein Liebespaar. Ja, ich finde das mega schön, wenn die kommen. Gebt mir gerade so ein Glücksgefühl. Ja, siehst du, das kommt von deiner Zwillingsseele, Engel Spirit. Das ist wie, dir könnt einmal helfen, so wie ich zum Beispiel, ähnlich. Dir könnt helfen, wie Botschaften übermitteln von der spirituellen Welt. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Michael, perfektes Beispiel. Der Michael hat damals im 91 hat er ein Gedanken-, Träum- und Gedichtebuch veröffentlicht. Dort drin hat er ein Gedicht über zwei Vögel. Oder? Und am Schluss sagt er so etwas wie, ja, also der eine Vogel bin ich, das ist nicht schwer zu erraten, jeder kennt mich, ich glänze im Sonnenlicht, alle sehen mich. Und du bist der zweite Vogel, den niemand kennt.
Niemand hat dein Bild gesehen. Niemand weiß, wer du bist. Also lass uns innen einen kleinen Hint geben. Oder? Und dann am Schluss schließt er das damit ab, dass irgendwann, wie so zwei Gesangsvögel, oder? Ich sage es direkt, mein Song in seinem Song erkannt werden wird. Ich sage, meine Seele in ihm oder in seiner Seele erkannt werden wird. Zwillingsseele. Was ist passiert, als wir den Lockdown hatten und Pandemie und so? Ich hatte zwei Vögel, die bei mir eingezogen sind im Balkon und plötzlich, als ich sie bemerkt habe, haben sie ein Babyvögel gehabt. Und die sind wie ein Liebespaar dort die ganze Zeit so am Ummachen gewesen, oder? Also das sind wirklich Zeichen. Das kann wirklich so aus der spirituellen Welt, vor allem von Zwillingsseelen, kommen. Danke, dass du das für uns machst. Sehr gern. Okay, gut, danke vielmals. Ja, mach. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich noch arbeiten kann bei mir. Mach ich, meinte ich. So herzig. Merci vielmals. Ich habe auch irgendwie ein Gefühl, dass das in einem Gespräch vorkommen wird, das Thema. Ciao, danke. Also mit ihm jetzt. Das kann sehr gut sein. Ja, lass Kassole, danke vielmals. Sehr gern. Wieso im Wald abschließen, wenn ich fragen darf, hat es einen bestimmten Grund? Also, im Wald habe ich Bäume. Bäume sind wie ein Netzwerk. Das Netzwerk weltweit, oder? Wie so eine Art Stromleitungen sozusagen. Das nutze ich. Warum in der Nacht? Weil man da unter anderem zum Beispiel für Schutz schafft, oder? Die Menschen fühlen sich geschützter und sicherer sowieso am Tag und in der Sonne, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist vor allem in der Nacht, wo die Menschen unsicher werden, wo Ängste für sie kommen, Albträume auch und so Sachen. Und darum schließe ich das in der Nacht ab, um genau das zu versiegeln. Also, blau bitte. Gut. Also. Ich kenne ja deinen Namen, gell? Du bist dabei. Oder hat es was mit den Energien zu tun? Ja, liebe Sarah, ich habe es gerade erklärt. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Was für eine Art von Seelenverwandte sind mein Freund und ich? Alaska Soli. Ja, ihr seid schon auf der romantischen Ebene. Aber es gibt, ich muss ehrlich sein, es gibt einen anderen Seelenverwandten, der noch viel mehr mit dir zusammenpasst. Und der kommt noch. Und wenn er kommt, kann ich dir nicht garantieren, dass du da nicht dann einfach das Interesse verlierst. An die jetzigen Seelenverwandten, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann kann man immer noch die Freundschaft beibehalten. Stimmt genau, weiss ich da. Spiritual Universe. Geht es meiner Seelentochter sehr gut, weil sie war eine Weile schlecht gelaunt wegen einer Situation. Let me see. Es geht ihr gut. Ja? Und vor allem liebt sie dich. Also das ist eine ganz reine Liebe zwischen euren Seelen. Und wenn du dich auf das konzentrierst, dann tust du sie wie energetisieren und hilfst ihr da. Und sie auch. Hallo! User, kannst du mir bitte meine Aura lesen? Heute machen wir nicht Aura lesen. Ich bin mitten in einem Ritual. Ich habe mich nicht eingeklinkt auf verschiedene Auren. Meine Energie und Fokus müssen auf dem Ritual bleiben, bis ich es heute Nacht abgeschlossen habe. Du kannst dich aber eintragen lassen. Rote, blaue Pyramide, Kraft und Schutz, Liebesthemen. Ja, stimmt, da hast du auch voll recht. Immer wenn ich schlafen will, kann ich nie wegen meinen Gedanken. In der Nacht kommen die eigenen Dämonen am stärksten führen. Und darum macht es Sinn, oder? Dass ich in der Nacht, vor allem wenn es um Schutz und so geht, oder? Dass ich da dann eben da. Gut, es ist auch Alaska, ihr seid lustig. Bei der Frau 63 können wir auch in beide Pyramiden genommen werden, wenn ja. Bitte noch in die rote Irene. Herzlichen Dank. Ja, theoretisch schon. Du bittest darum, ich mache.
eine Sekunde. Ich tue die jetzt zusammenfügen. Da sind wir. Gut. Gut, gut, gut. Ich klebe die jetzt zusammen. Du bist in beiden. Bist du gestern in der Landi einkaufen? Nein, Landi gestern nicht. Landi haben wir da in Zürich gar nicht so gross in der Nähe im Fall. Also ein bisschen außerhalb im Kanton. Also Leute, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Muss dann noch ein paar Sachen machen, habe noch ein paar Termine mit Kunden und dann, wenn es dunkel ist, dann gehe ich in den Wald und schließe das Ritual ab. Wenn ihr noch irgendetwas braucht, ich bin auf dem WhatsApp-Business da. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ihr seht es alle. Person, die jetzt ein Problem hat. Du bist so herzallerliebst, dank dir fühle ich mich glücklich und mega gut. Butterfly 386, danke vielmals, das bedeutet mir viel. Ich wünsche dir einen schönen Abend, liebe Sarah, wir hören uns ja noch. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Susan. Danke vielmals. Ich habe eine Stunde geschaut. Danke, liebe Sarah. Also, thank you, be blessed, Joe24, du auch. Und wie gesagt, wenn ihr irgendetwas braucht, ich bin auf dem WhatsApp da. 079 511 67 12. Also, bis morgen oder übermorgen. Morgen werde ich halt im Musikstudio sein, also wahrscheinlich komme ich übermorgen wieder live. Danke nochmal und pass auf dich auf. Du auch, Luca, Ivo, Pauli. Danke für alles wirklich. Immer gern.